Als ich ChatGPT zum ersten Mal benutzt habe, habe ich das Programm Blöde Gedichte für eine Geburtstagskarte schreiben lassen. Heute nutze ich es unter anderem zur Gartenplanung. In vielen Bereichen der Arbeitswelt wird künstliche Intelligenz inzwischen sogar richtig sinnvoll eingesetzt. Anders sieht es in den Bildungseinrichtungen in Schleswig-Holstein aus. Hier scheint KI noch immer ein rotes Tuch zu sein. Warum das so ist, hört ihr heute in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 29. Mai. Ich bin Sarah Sauerland und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Starkregen und Klimawandel im Kreis Stormarn. Herausforderungen für die Medienaufsicht für Hamburg und Schleswig-Holstein. Welches Verhalten gegen Rechtsextremismus hilft? Jetzt schauen wir auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Studierende und der Umgang mit KI-Tools wie ChatGPT. Anfang letzten Jahres gab es da noch große Bedenken. Vielleicht erinnert ihr euch an Debatten um ganze Hausarbeiten auf Knopfdruck und verzweifelte Lehrkräfte, die nicht mehr wussten, wie sie schriftliche Aufgaben überhaupt bewerten sollen. Heute erkennen die Bildungseinrichtungen auch die Chancen der künstlichen Intelligenz und wollen sie in Lehre und Lernen integrieren. Zumindest theoretisch, denn im Bildungsbereich ist der Einsatz von KI noch immer eine Grauzone. Hochschulen und Lehrpersonal klagen über fehlende Richtlinien und eine unklare Gesetzeslage. Meine Kollegin Inga Kausch weiß, wie es da aktuell in Schleswig-Holstein aussieht. Moin Inga, wie gehen denn die Hochschulen hierzulande mit KI und ChatGPT um? Hallo Sarah, die Hochschulen sehen alle großes Potenzial in KI. Tools wie ChatGPT dürfen verwendet werden, allerdings nur nach Absprache und müssen auch als Hilfsmittel gekennzeichnet werden. Die Hochschule in Hamburg hat allen Studierenden schon freien Zugang zu ChatGPT gegeben. Aus Schleswig-Holstein heißt es, es gebe noch keine konkreten Pläne dazu. Nur die FH Kiel nimmt gerade an einem Pilotprojekt dazu teil. Worin liegt denn die größte Schwierigkeit im Bildungsbereich? Die KI-Expertin Doris Wessels hat mir erzählt, dass KI den Bildungssektor überfordert, weil sich alles rasend schnell entwickelt. Es fehlt auch die technische Ausrüstung und Fortbildung für Lehrkräfte, um KI im Unterricht einzusetzen. Und viele meiner Gesprächspartner fehlen klare Richtlinien und Gesetze für die KI-Nutzung im Unterricht in der Schule oder in der Universität. Und was könnten die Chancen von KI in Unis und an Schulen sein? Zum Beispiel kann KI für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, weil Programme wie ChatGPT ganz individuell auf Stärken und Schwächen eingehen können. Und es kann mehr Fokus auf Projektarbeit gelegt werden. Und auch Lehrkräften kann Arbeit abgenommen werden, zum Beispiel bei Korrekturen. Vielen Dank, Inga. Nun kommen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Nachdem wir nun wochenlang mit fast sommerlichen Zuständen verwöhnt wurden, hat uns das Wetter in den vergangenen Tagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vor allem im Süden von Schleswig-Holstein hat es am Wochenende so viel geregnet, dass Straßen und Häuser teilweise unter Wasser standen. Helfer fuhren mit Booten von Haus zu Haus. Allein im Kreis Stormarn gab es am Sonntagabend über 400 Einsätze für die Feuerwehren. Seit Jahren warnen Klimaforscher davor, dass Wetterereignisse wie dieses das Ergebnis des Klimawandels sein werden. Dieser Trend wird sich auch im Kreis Stormarn fortsetzen. Das Unternehmen Green Adept prognostiziert für den Kreis neben mehr Hitzetagen im Sommer auch eine steigende Zahl von Starkregenereignissen. Helfen soll nun das sogenannte Klima-Anpassungsmanagement des Kreises. Dafür sollen von Starkregen besonders betroffene Regionen identifiziert werden. Weitere Bodenversiegelungen sollen hier verhindert und bestehende nach Möglichkeit zurückgebaut werden. Die Medienaufsicht für Hamburg und Schleswig-Holstein hat seit Monaten ein noch höheres Pensum als sowieso schon. Denn 2024 ist ein Wahljahr und ein Kriegsjahr. Vor allem politisch motivierte Desinformationskampagnen in den sozialen Medien spielen dabei eine große Rolle. Mein Kollege Carlo Jolly hat mit der Direktorin der Medienaufsicht, Eva Maria Sommer, gesprochen. Carlo, was kann die Medienaufsicht gegen Hass, Hetze und Desinformation ausrichten und was muss ausgehalten werden? Zum Beispiel bei Fotos, also wenn Bilder nicht gekennzeichnet sind, obwohl sie nicht im Originalkontext verwendet werden oder vielleicht sogar von künstlicher Intelligenz generiert worden sind. Oder wenn die Medienwächter belegen können, dass Inhalte falsch wiedergegeben sind, obwohl sie schon bekanntermaßen nicht stimmen, dann kann gut dagegen vorgegangen werden. Wenn es aber Dinge sind, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, dann gilt auch, die Medienaufsicht ist keine Meinungspolizei. Frau Sommer hat dir auch erzählt, dass im Nachgang zum Terroranschlag der Hamas im vergangenen Oktober eine Taskforce aufgesetzt wurde. Was wird denn dort genau gemacht? Ja, nach den Terroranschlägen des 7. Oktober der Hamas gegen Israel hat die Medienanstalt Schleswig-Holstein
Hamburg sich zusammen mit allen deutschen Medienanstalten zu einer Art Taskforce zusammengeschlossen und hat sich mal die Entwicklung im Netz angesehen und genau geprüft, was man da machen kann. Also da werden zum Beispiel bestimmte Hashtags verfolgt, um unzulässige Inhalte rasch melden zu können. Und auf diesem Weg sind tatsächlich innerhalb des letzten Jahres gut 1300 Fälle zusammengekommen, die die Medienwächter dann angezeigt haben. Solche Fälle werden dann entweder direkt an die Plattform oder mittlerweile kann das auch je nach Fall direkt an die Europäische Kommission gemeldet werden. Die Medienaufsicht spielt auch beim Jugendschutz eine zentrale Rolle. Für ein Gelingen ist aber auch das Elternhaus in der Pflicht. Was rät Frau Sommer Eltern? Beim Jugendschutz sind die Medienaufsichten tatsächlich auch auf die Eltern angewiesen. Der Rat ist, Eltern sollten beim Medienkonsum ihrer Kinder unbedingt immer am Ball bleiben und nicht aufgeben. Das ist sicherlich manchmal schwer, weil es immer wieder neue Apps und neue Trends gibt, die den Nutzungsgewohnheiten der Eltern manchmal so gar nicht entsprechen. Und klar, es ist anstrengend für die Nutzung einzelner Inhalte, bestimmte Voreinstellungen zu treffen und dann immer wieder im Einzelfall entscheiden zu müssen, was Kinder nutzen dürfen. Aber das Argument der Medienaufseher ist, schließlich bringen wir unseren Kindern auch Verkehrsregeln bei, bevor wir sie auf die Straße lassen. Das war Carlo Jolly aus unserer Schleswig-Holstein-Redaktion. Das ist heute in Schleswig-Holstein noch wichtig. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Das Video der Sylter Partygäste, die ausgelassen rassistische Parolen grölen, kennt ihr inzwischen bestimmt alle. In vielen anderen Teilen Schleswig-Holsteins soll es vergleichbare Vorfälle gegeben haben. Doch was solltet ihr tun, sollte sich ein solches Verhalten einmal in eurer Gegenwart abspielen? Sven Michael Veit von der Gedenkstätte Ahrensburg im Kreis Ostholstein rät, sprecht solche Menschen an, fordert sie zum Aufhören auf. Dabei solltet ihr euch aber nicht selbst in Gefahr bringen. Im Zweifel solltet ihr die Polizei einschalten und den Veranstalter informieren. Damit es gar nicht erst zu einem solchen Gedankengut kommt, setzt Veit auf Aufklärung. Im besten Fall soll es schon im Kleinkindalter das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat. Das Wetter ist ja gerade etwas launisch, aber der Sommer scharrt mit den Hufen und die Ausflugszeit hat eigentlich auch schon längst begonnen. Meine Kolleginnen und Kollegen waren für unsere Auskennertipps im ganzen Land unterwegs und verraten euch ihre persönlichen Lieblingsrouten und Ziele in Schleswig-Holstein. In der aktuellsten Folge unternimmt Jan Melchior Bonnecker eine Radtour durchs tiefste Dithmarschen mit einer Schleusenüberführung in Brunsbüttel als Höhepunkt. Wer ihn dabei in Action sehen will, sollte mal einen Blick in unsere Reels bei Instagram werfen. Den Artikel mit der ganzen Route und vielen Bildern verlinke ich euch unten in den Shownotes. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt es am Donnerstag, den 30. Mai um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.